Monkey. Auf jeden Fall, Leute, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Ja, Baba Block heute auf Lokia. Was machen wir? Erzähl mal. Ja, Mann, wir besichtigen ein paar Wohnungen. Wir haben ein paar Wohnungen abgecheckt. Baba Wohnungen, hoffe ich. Auf die Bilder sahen die gut aus, aber mal sehen, ob so von sehen halt, wisst ihr, ich meine, mit Augen richtig und so. Weil, voilà, die waren schon Baba, oder nicht? Die sind schön gemütlich. Also, Buda sucht sich eine eigene Wohnung. Und also eine Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung. Wir haben uns Bilder angeschaut. Die sahen eigentlich ganz gemütlich aus. Ist auch direkt mitten in der Stadt. So, Frankfurt, wisst ihr, ich meine, ich will nicht in einem Dorf leben oder so. Ich hoffe, meine Mutter wird es nicht aushalten. Ich bin ganz anders. Ich muss in einem Dorf leben. Warum? Ich bin so. Warum kannst du eigentlich nicht in einem Dorf leben? Weil ich oft das unterwegs bin, Leute. Ich bin einfach oft das unterwegs. Oft das da und da und da, wisst ihr, ich meine, ich habe zu oft Sachen zu erledigen in der Stadt, in Frankfurt und so. Und wenn ich denke, ich stehe um 8 Uhr und gehe zu meinem Termin, nein, ich stehe um 10 Uhr, ich gehe meine Stunde Frühstück fertig machen und dann direkt rausgehen. So, oder ja, so, wisst ihr, ich meine, es geht einfach nicht. Und Rillern gehen, wenn du dann 4, 5 Uhr morgens nach Hause gehst, keine Bahn fährt. Du musst eine Stunde, zwei Stunden fahren, bis du dein Dorf bist. Ja, ja. Also das ist dein Ziel? 5 Minuten, ich brauche 5 Minuten Weg, 10 Minuten mit Straßenbahn, U-Bahn. Was sagst du dazu, dass manche sagen, dass du jetzt abgehoben wirst oder eingebildet wirst? Was? Ich hoffe, meine Mutter, ich sag euch ehrlich, mir geht es ein bisschen gesundheitlich ein bisschen schlecht. Ich hab ein bisschen Probleme. Natürlich kommt es manchmal, Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um anderen Lächeln zu zaubern. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin auf jeden Fall da für die Videos. Aber wenn es mir innerlich schlecht geht, ich kann diese Motivation nicht rauslassen. So, mir geht's auszwingen. Auszwingen, richtig. Ich kann das einfach nicht. Aber ich stehe sowas von gegen diese abgehobenen Menschen und ich werde nie im Leben ein abgehobener Mensch, weil abgehobene Menschen sind arrogant und hässlich. Und ich bin gar nicht hässlich, wisst ihr, was ich meine? Manchmal gucke mir manchmal die Videos von uns und manchmal sehe ich Fehler von mir so. Ich denke mir nur so, okay, du hast da übertrieben, Hunde, auf welchem Zustand warst du, Digga? So. Ich sehe auch meine Fehler ein. Ich bin jetzt auch nicht perfekt. Natürlich kamen so ein paar Sachen auf YouTube-Videos, die es einfach gar nicht ging. Aber ja, ihr macht auch Fehler. Ich mache Fehler, so locker. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehen jetzt, wir haben heute 2 Besichtigungen. Wir gehen gerade zu der ersten Besichtigung und dann haben wir 2 Stunden später oder 1,5 Stunden später haben wir die nächste Besichtigung. Wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden und sagen euch, wie die Besichtigung war. Mal gucken, was Huda überhaupt live dazu sagt und ich auch. Wir haben ja nur die Bilder bis jetzt gesehen. So, Huda, erzähl die erste Besichtigung. Baba, wie war's denn? Baba Wohnung auf jeden Fall. Ach, gefällt mir. Gefallen, gell? Ja, Mann. Die sieht genauso wie auf die Bilder, Leute. Sogar besser, größer. Sogar größere. So richtig Baba Wohnung. Wir warten nur auf Antwort, aber wir wollen erst mal abchecken, was es noch gibt. Ja, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall Burger essen. Ich habe richtig Hunger und sie nicht. Ich habe richtig Hunger, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich hab nichts gegessen, gar nichts. Sei mir ehrlich, wenn es passen würde. Also welche Nationalität würdest du niemals daten? Daten? Ja. Albaner. Und was? Albaner sind hübsch. Ja, die sehen doch gut aus. Die sehen alle richtig hübsch aus. Nein, welche du nicht daten würdest. Ich krieg ja echt immer. Warum? Du darfst doch sagen. So India, Chinesen. Nein, Chinesen sind hübsch, aber... Ja, du darfst ehrlich sein. Es gibt ja viele Umfragen so. Welche Nationalität würdest du nicht daten? Nicht daten? Nomad. Ja, aber ich brauche wieder ein bisschen Glow-Up. Wisst ihr, ich meine, deswegen, ich lasse meine Haare morgen schwarz werden. Die sind eigentlich dunkelbraun. Nein, die sind schwarz. Die sind braun. Ja, dann schwarz. Ich lasse sie wieder schwarz färben. Und dann ich mache mir Bauchnabel-Piercing. Und dann gehe ich Solarium und ich werde wie in Choco Brownie rauskommen und dann pa! Und dann bist du Chaya? Und dann bin ich wieder so anders Chaya, wisst ihr, ich meine. Wie meinst du? Ja, ich brauche wieder, ich muss wie sie. Schaut, ich gebe mir keine Zeit, ich zück mir nicht mal die Augenbrauen, ich mache das mit deinem Gesichtsrasierer. So auf Schnelle, deswegen sieht es scheiße aus.
sobald ich gebe mir so mehr Zeit für mich so. Zeit für dich selbst? Ja, so. Normal. Schreib nicht. Ich liebe es, wenn es so ist. Ich schwöre. Und vielleicht muss auch so ein bisschen schon durch. So. Bei mir nicht. Ja, okay, bei Filet, ja, okay, das gehört auch dazu. Schmeckt auch Baba. Aber bei Fleisch muss genau so sein. No, nein, ein bisschen, noch ein bisschen. So. Nein. Doch. Fleisch. Ja, dann nicht, Alter. Okay, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der zweiten Besichtigung. Ich hab keine Ahnung, was uns erwartet. Wir nehmen jetzt die Kamera auf jeden Fall mit. Und wir versuchen euch ein bisschen was zu zeigen. Bei der ersten haben wir... Dürften wir nicht aufnehmen. Wir sind gespannt, nicht, dass sie sich trotzdem erschrecken, weil die Kamera sieht aus wie Giuliano. Ist die nächste Wohnung, auf jeden Fall. Oder gefällt's sehr. Die Küche, warte. Die Küche ist auch sehr, sehr stabil. Gefällt's dir? So stört auch die Küche so Eingang, so Leute, wisst ihr, Schwein. Und so nebenbei, ich würde mir eine andere suchen, aber so, weil ich gerade einfach alleine wohnen möchte. Aber so, was soll ich sagen, Alter? Besser als gar nicht, aber wir werden andere besichtigen. Drei, glaube ich. Mhm. Heute? Donnerstag und Freitag. Da, Mann. Huda wurde gerade vorgeschlagen, ein WG. Habe ich auch mal dran gedacht. Leute, braucht man Privatsphäre erstens, zweitens. So, Leute, ich bringe auch Leute rein in meine Wohnung. Ich brauche meine Privatsphäre so halt. Ich bin YouTuberin, alle kommen. Walla, das war schon schlimm, Leute. Was sagst du? Leute, ich weiß, Vermieter, du wirst es sehen, weil du kennst dich aus YouTube. So, das ist sowieso nicht deine einzige Wohnung. Du ziehst ja sowieso um, aber deine Wohnung ist Chara. Ich hoffe, meine Mutter. Diese Wohnung, ich könnte es mir nicht vorstellen, da zu wohnen. Ja, ja. Leute, heute war Huda zum ersten Mal in? Nicht heute, vor einer Woche. Ich bin aber nicht braun rausgekommen, Leute. Ich gucke in den Spiegel, ich so, was ist das? Du bist doch braun. Ich bin nicht braun, ich bin weiß. Ja, okay, ich bin schon ein bisschen braun geworden. Aber ich will richtig braun werden. Da musst du auf Schokobank. Ich gehe Lidl bei Schokobraun, ist schmied. Nein, du musst Schokobank gehen. Schokobank? Das ist die stärkste. Tama. Welche bist du gegangen? Da, keine Ahnung, da ist eine Sonne, ein Lächeln und zwei Augen hat diese Sonne. Ja, da in der Stadt. Der meint Bank, welche Bank? Welche Bank? Sparkasse. Komm mal her, guck dir das mal an. Wir sind süß wie Baklava, wir kriegen Kaffees. Was? Süß wie Baklava, ich krieg Karies oder so, keine Ahnung. Karies, ja, dieses schwarze Ding da, was du in dein Zimmer Zähne bekommst, wenn du viele Süßes isst. Bist du echt Zahner? Ja. Oh mein goodness. Also wenn der Laden mal Kooperation will, meldet euch bei mir auf Insta. Ja? Eis. Also der Rolle jetzt, Vanille, oder? Rolle hat er. Ja. Können Sie uns so einen Hamutstille mit Eis machen? Ja, klar. Hier auch eine? Ja. Wir essen gerne hier, ja. Wir machen auch eine Kostprobe für Sie. Alle eine. Wir teilen uns, sonst ist das so viel. Wollt ihr auch was trinken? Ich hätte gerne ein Glas Milch, bitte. Kalt. Ja, guck mal, wenn ich was Süßes esse, brauche ich immer dazu ein Glas Milch. Und das verstehen die Leute irgendwie nicht. Ich frage mich, wie Leute etwas Süßes essen und dann noch Cola trinken. Warum? Ist doch menschlich, oder nicht? Das ist ekelhaft. Ja, was? Milch. Und dann noch was Süßes, krank. Roberto Donadoni. Dieses Lied. Bulamade. Sing mal türkisch. Komm schon. Leute, schaut mal. Oh mein Gott. Was ein Service, dankeschön. Da. Ich hab gar nicht probiert. Geht's denn? Achtung. Hallo. Baba. Ja, die kann nicht, aber halt mal, ich zeig jetzt, wie das geht. Guck mal. Hier ist Eis. Du drückst, siehst du das, was ich mache? Guck mal. Siehst du? Du nimmst das so, ja, und dann drückst du das hier runter. Und machst du so. Ich hab die Schwester gesehen. Wollte ich mal ein? Guck. So. Komm,
Ein Cappuccino. Weißt du, was ich gerade einblende? Enterprise. Ja. Was ist Enterprise? So Leute, ich bin jetzt bei der dritten Besichtigung. Huda ist nicht dabei. Ich besichtige die Wohnung alleine und nehme es natürlich mit euch auf, auch für Huda. Ich bin gespannt auf die dritte Wohnung. Morgen gibt es noch eine Besichtigung und am Sonntag hoffen wir das Beste. Bis gleich. So Leute, hier ist die nächste Wohnung in diesem Gebäude hier. Fünfter Stock. So, Bruder, da ich zu spät bin, muss ich dir jetzt ohne die Frau besichtigen. Die Frau hat schon gemeint, da ist noch ein interessant. Also Leute, die Frau meinte komplett durch, da wo die Türen auf sind. Aber hier ist jetzt noch eine. Die? Ja, die ist jetzt ein bisschen größer. Hier hast du auch einen Balkon, ja, wo du... Ja, wichtig. Ich finde eher wichtig ist, dass es sauber ist, weißt du? Und es ist sauber. Das ist so interessant, gell? Mit diesem. So Leute, wir sind jetzt endlich zum Beschluss gekommen, wie man es auch nennt. Wir haben jetzt Hudas Wohnung. Heute wurde unterschrieben. Gott sei Dank, keine Hotels mehr. Ja, Mann. Und ja, Mann, wir sind alle glücklich. Und ja, wir haben auch nicht so lange rumgemacht, gell? Nein. Zack, zack, 5 Minuten Sache, als ob du eine Zigarettenschachtel kaufen würdest. Ja, Mann. Auf jeden Fall Glückwunsch zu deiner neuen Wohnung. Ich küsse dein Herz selber. Und dann würde ich mal sagen... Wie viele sind das? Das ist nur ein Zimmer. Das sind zwei. Zwei Schlüssel und Waschraum. Da, Mann. Mach Hand auf, ich will fallen lassen. Jawohl. Zwei. Baba. Eins gebe ich Sonja, eins behalte ich, Leute.